Der folgende kleine Tipp ist besonders wichtig, wenn man nicht genug Platz auf dem Bildschirm hat oder wenn man das Audio detailliert bearbeiten möchte. Wenn man nicht genug Platz hat, kann man die Höhe der Spuren anpassen, indem man auf die Linie hier oben geht und dann kann man die Spuren so schmal ziehen, sodass sie praktisch nur noch ganz wenig Platz wegnehmen. Dafür kann man dann die Audiospur entsprechend hochziehen, sodass man richtig schön mit den Pegelausschlägen arbeiten kann. Ich kann dann hier über den Schieberegler auch alle Spuren gleichzeitig groß und klein machen. Wie bekomme ich aber die Spuren wieder zurück auf die Originalgröße? Einfach hier auf der Linie mit einem Doppelklick die Spuren wieder in die Originalgröße holen. So ist man flexibel bei der Timeline-Bearbeitung, wenn man, wie gesagt, wenig Platz am Bildschirm hat.